Das Speichern von Kennwörtern unter Kennwort oder Passwort in der Kontaktliste im Handy oder im Mailprogramm ist extrem unsicher. Die beiden häufigsten Passwörter sind immer noch Password und 1234567. Das sind sozusagen goldgerahmte Einladungskarten für Verbrecher. Dabei sind Passwörter ein Schlüssel für ihre Daten. Aber wie können Sie ein sicheres Kennwort bilden und es sich trotzdem merken? Ganz einfach, bauen Sie Eselsbrücken. Bilden Sie einen Satz, den Sie sich leicht merken können. Zum Beispiel, meine Frau und ich haben am 22. Juli vor 3 Jahren geheiratet. Diesen Satz können Sie als Passsatz nehmen. Meine Frau und Zeichen ich haben am 22. Juli vor 3 Jahren geheiratet, Ausrufezeichen. Oder Sie leiten daraus ein Kennwort ab. So könnte es für Ihr Mailprogramm zum Beispiel folgendermaßen lauten. MF und Zeichen IHA 22JV3JG Ausrufezeichen at Mailprogramm. Am besten Sie überlegen sich Ihre eigene Logik. Und denken Sie daran, Ihr Passwort von Zeit zu wechseln. Neben Passwörtern gibt es noch einiges anderes zu beachten. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Mails von unbekannten Absendern. Hier lauert die Gefahr von Phishing-Mails. Das sind Mails, die Schadprogramme einschleusen und Ihre persönlichen Daten ausspionieren. Legen Sie besondere Vorsicht an den Tag, wenn Sie frei zugängliche öffentliche Netze, zum Beispiel in Supermärkten oder Hotels, nutzen. Da deren Sicherheit nicht einschätzbar ist, sollten sensible Interaktionen wie Online-Banking dort nicht durchgeführt werden. Prüfen Sie die Herkunft, bevor Sie neue Programme oder Inhalte auf Ihren Rechner laden. Sicherheitszertifikate oder die Hinweise Ihres Browsers können Ihnen hierbei ebenso behilflich sein wie Bewertungen und Kommentare in den App-Stores.